Hallo Outdoor-Freunde, nach langer Zeit mal wieder ein Video von mir, bedingt durch die Corona-Zeit. Meine Auslandsreisen nach Afrika, sprich Tansania, dann nochmal nach Schweden auf die Trolltunga, Schweden und Norwegen zur Trolltunga. Dann kam die ganze Corona-Geschichte, wo man ja gar nicht oder nur bedingt raus konnte. Und da nur eine sinnvolle, lange Reihe zu drehen, hielt ich nicht für sinnvoll. So, dann habe ich in der Zwischenzeit auch dieses ganze Geschehen um den sogenannten X-Boy verfolgt. Ein Teil, was er so ein Kochring hat. Und ein paar Haken, die man leicht verlieren kann. Und eigentlich wie ein selbstgebauter Perlitbrenner funktioniert, vom Prinzip her. So. Das Geld, wie gesagt, das Ganze habe ich mir gespart. Gibt von Nixada so eine Titanringe, die kosten so irgendwie 4-5 Euro mit Versand. Hab mir davon zwei besorgt, lassen sich dann entsprechend erweitern, sind dreiteilig und passen auch in das Kochgefäß der Wahl rein. So. Also keine große Geschichte. Verwende nach wie vor als Brenner immer noch das Siphon-Tux, nicht mehr das Avenue-Kreuz, sondern das habe ich ersetzt auch durch ein Lixada-Topfkreuz aus Titan. Ihr seht selber, wenn ich das da jetzt raufgebe, ergibt es immer noch einen guten Windschutz. Und wenn ich einen anderen Brenner nehmen würde, bohre ich hier zwei Löcher in diese, ich möchte mal sagen, in diesen Kochring rein und stoppe da einfach zwei Titanheringe durch. Also auch kein großes, keine große Ingenieurskunst. Die neueste Entwicklung, die kein Topfkreuz haben wollen, ihren Brenner quasi abgesetzt vom Fußboden irgendwo auf ein Dreibein bringen wollen, die Möglichkeit immer noch haben zu wollen, ihren vernünftigen Brenner zu installieren, sieht so aus, dass mittlerweile von Bon Voyage, heißt du richtig Truppe, ja, so ein Lixada hast du nicht Ableger. Die haben genau so ein Zwischending zwischen dem Lixada-Brenner und dem kleinen von Tots rausgebracht, wo sie gleich einen Topf stand. Mit eingearbeitet haben. Das Ganze wird so um die 22 Euro geliefert, also mit Versandkosten, muss man dazu sagen. Und bietet dasselbe wie das Tox Siphon. Nur, dass er kein Topfkreuz mehr braucht, weil quasi der Topfstand und eine abgesetzte Bauweise schon an diesem Brenner fixiert ist. Weil alles aus Titan, außer die Nieten, die den Topfstand hier halten, wird geliefert in so einem kleinen Säckchen und passt sogar in die kleinste Tasse, eine 450 Milliliter Tasse rein, sodass er dort schön ineinander stapeln könnt. So, dadurch, dass das Ding nun wieder zu hoch ist, verwende ich immer noch meine Tox-Folie als Windschutz. Und wir werden mal die ganze Geschichte entzünden.
Du wirst selber sehen, dieses an dem Turks, an dem Bon Voyage angebrachte Standfuß bietet genau auch wieder diesen Abstand, dass man rußfrei sogar Titantöpfe da verarbeiten kann, also befeuern kann. Ist so hoch, dass die Folie passt und ich keinerlei Einschränkungen habe, was das Ganze betrifft. So. Funktioniert nach demselben Prinzip wie der Turks, auch nach innen. Geneigte Sets, 8 Stück an der Zahl. Und damit, ja, auch für Leute, die einen größeren Topf haben, interessant. Ihr hört schon selber links, dass der Turks, der da vor sich hin rasselt, von mir aus gesehen links, in dem Bonn ja, hört er gar nicht. Wer nur noch größer braucht, hat er ja schon mal die größere Version von diesem Nixala vorgestellt. Verbraucht auch mehr. Gibt es mittlerweile auch Topfkreuze für. Ist für mich aber dann nicht relevant, weil ich da ein ganz anderes Standsystem verwende. Ebenfalls aus Titan. Und somit, tja, kann man eigentlich ruhigen Gewissens auch mit Spiritus kochen. Habe das alles schon auf meiner letzten Reise auf Bornholm persönlich getestet. Kann man sich ja vorstellen, die Dänen haben mich angeguckt, als wenn ich da vom anderen Stern komme, weil ultra leicht und Titantöpfe und Titankochsets und. Ja, die sind eben auch auf ihre Art und Weise unterwegs. Weil man jeder so, wie er es möchte. Ich bin halt gern im Sommer oder zu warmen Zeiten mit einem Spiritusbrenner eher unterwegs und habe noch den kleinen 100 Milliliter Kartusche als Backup in einem Topf versenkt. Ja. Oder 100 Gramm Kartusche. So, somit bin ich irgendwie unabhängig von dem, was mir da vor Ort angeboten wird. Beziehungsweise, wenn ich mich im Brennstoff verschätze, naja, dann bekomme ich den überall. So, nun will ich ja selber entscheiden, was es für eine Ingenieurskunst ist, so einen Rahmenring sich in Deutschland mit einer einfachen Feuerblechdose für über 50 Euro liefern zu lassen. Oder das, was man das vielleicht viele im Hause haben, durch eine sinnvolle Windschutzring ergänzen zu können. Ach, die Zimbern gerade hier unten werden hier an meinem Lieblingsplatz. Befinde mich natürlich wieder in meiner Schutzhütte, die in der Zwischenzeit ja auch ein bisschen von außen aufgebaut wurde, in neuer Tisch. Also, zwar das alte Tischgestelle, aber immer noch eine neue Tischplatte.
Denn die alte war ja unansehnlich geworden und auch viel gefallen und. Mittlerweile hat man hier auch ein bisschen mehr aufgeräumt, sodass es dann auch angenehmer zu sitzen ist. Ja, das wollte ich euch kurz vorher vorstellen. Und mit diesen Worten dann blicke ich auf eine hoffentlich gelungene Ostertour oder gelingende Ostertour in 2023 ohne Corona. Panikmacher. Das zu guter Letzt, euer Autofried 007. Tschüss.